GZSZ, Miriam gerät in die Fänge von Jogerna. Berlin, bahnt sich bei gute Zeiten, schlechte Zeiten das nächste Entführungsdrama an? Jogerna geht bis ans Äußerste, um seinen Widersacher bei Jan Linus Dramit zu überführen. Dabei schreckt der gerissene Anwalt auch nicht vor drastischen Maßnahmen und kriminellen Machenschaften zurück. Jogerna ist jedes Mittel recht, um seinen Erzfeind bei Jan Linus Dramit zu überführen. Gerner und Katrin stehen unter der Fuchtel des iranischen Geschäftsmanns und müssen für ihn bei W&L sogar Geld waschen. Der Druck auf die beiden wächst. Indes leidet Linus Dramits Tochter Miriam offenbar unter der Dreiecksbeziehung mit Luis und Moritz. Sie trifft eine Entscheidung. Miriam zieht einen Schlussstrick, packt ihre Koffer und will den Kolkiez verlassen. Doch so weit kommt sie nicht, denn sie ist Teil von Gerners perfiden Plan. Sie ist die Schwachstelle, um seinem Todfeind Linus Dramit endlich das Handwerk zu können. Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, wie Miriam mit gepacktem Koffer auf einer Parkbank sitzt. Dort will sie eine Abschiedsbotschaft in ihr Handy sprechen. "Hey, ich bin dann mal weg", beginnt sie die Sprachnachricht, "aber ich wollte nicht einfach abhauen, ohne mich zu verabschieden." Jogerna betäubt bei Jan Linus Dramits Tochter Miriam. Miriam steckt mit Luis und Moritz in einer Dreiecksbeziehung. Miriam wird wehmütig, als sie die vergangenen Wochen Revue passieren lässt. Sie braucht einige Zeit, um ihre Gedanken zu formulieren und kommt zu dem Schluss: "Wir hatten schon eine echt coole Zeit, oder?", denkt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. Miriam muss schmunzeln. Ziemlich abgefahren, platzt es aus ihr heraus und sie ergänzt: "Und wunderbar." Abschließend gibt sie Luis und Moritz einen Rat mit auf den Weg: "Werdet glücklicher. Ich versuch's auch. Versprochen." Plötzlich taucht eine Person hinter Miriam. Es ist Jogerna. Der GZSZ-Bösewicht drückt der wild zappelnden Miriam ein Taschentuch auf den Mund, um sie zu betäuben. Was genau Gerna im Schilde führt und wie Luis und Moritz auf Miriams plötzliches Verschwinden reagieren, das erfahrt ihr demnächst bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Gefällt dir dieses Video? Bitte kommentieren Sie unten, um uns dies mitzuteilen. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es jederzeit mit denen zu teilen, die es brauchen. Besuchen Sie unseren Kanal für Vorschauen Ihrer Lieblingsfilme. Vielen Dank und bis bald.